Viele Patienten haben eine Höckernase, also einen Höcker hier auf dem Nasenrücken. Und das Schöne am Höcker ist eigentlich, dass man den sehr zuverlässig entfernen kann, dass das für die Nasenform sehr viel ausmacht. Macht einfach eine Nase viel schöner, wenn der Höcker verschwunden ist. Am Nasenrücken kann man wieder in geschlossener Technik arbeiten. Das heißt, die Schnitte werden wieder im Inneren der Nase versteckt. Von außen erkennt man eigentlich gar nicht, dass die Nase operiert wurde. Dann wird die Haut hier etwas angehoben. Und ein Höcker besteht in der Regel zum Teil aus Knochen, zum Teil aus Knorpel. Der Knochen wird dann, wenn er sehr groß ist, wenn es ein sehr großer Höcker ist, mit Hammer und Meißel abgetragen. Ich mache das aber in der Regel mit so einer Knochenraspel, so wie so eine Käseraspel, wo Sie Käse raspeln, können Sie eben den Knochen auch reduzieren. Und der wird dann quasi abgetragen, dauert ein bisschen länger, aber dafür können Sie sehr gezielt machen. Der Nasenrücken wird langsam reduziert, der knöcherne Nasenrücken wird reduziert und der knorpelige Anteil des Nasenrückens wird mit dem Skalpell abgeschnitten. Und dann haben Sie erstmal einen abgetragenen Höcker mit einem platten Nasenrücken. Und dieser platte Nasenrücken sieht ganz unnatürlich aus. Das wäre sozusagen ein schlechtes kosmetisches Ergebnis. Man nennt es offenes Dach oder Open Roof Deformität. Das heißt, um das zu vermeiden, muss die Nase nochmal links und rechts gebrochen werden und dadurch können Sie den Knochen einklappen. Dann wird die Nase wieder schmal am Nasenrücken und der Höcker ist weg und die Sache ist erledigt. Hat zur Folge, dass sie eben ein bisschen grün und blau geschwollen sind für 2 Wochen nach der Operation, weil diese Einblutung in die Hautweichteile für die ersten 2 Wochen sichtbar ist. Vorteil der Höckerabtragung ist aber, dass Sie das natürlich sofort sehen. Selbst mit Thermoplastschiene auf der Nase sehen Sie, der Höcker ist weg und die Schwellung verschwindet auch relativ zügig, während es im Bereich der Nasenspitze bis zu einem Jahr dauern kann, bis die ganz abgeschwollen ist, ist das am Nasenrücken deutlich schneller.